Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Ja. Das sieht geil aus. Also ich würde echt so ein... So ein Spiel in so einer Optik. Das wäre ganz nice. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Okay. Okay. Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Da wir eben wieder sowas. Wahrscheinlich ist der Tod hier auch gewesen. Ich sollte weiter, solange ich kann. Neef muss hier sein. Oh, die verstecken sich. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Das ist richtig. Nein. Oh. Aha. Da vorne ist eine Treppe. Okay, ich glaube, ich bin noch richtig. Der Tod. Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Das ist schon gruselig. Das ist meine Chance. Ich komme, Neef. Versteckt sich da auch. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Ja. Also der bleibt die ganze Zeit wahrscheinlich dort. Und der geht hin und her, ne? So wie das... Oder? Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden.
Das werde ich. Dass mich diese Raben nicht verraten. Oh oh. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss einen anderen Weg gehen. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Verschlossen. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Das ist meine Chance. Na komm schon. Yes. Dort geht es weiter. Unsichtbar. Das bist du doch die ganze Zeit schon gewesen. Eben doch auch schon. Alter. Das heißt, ich komme auch an denen vorbei, wenn ich vor denen bin? Du Scheiße. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Oh man. Hier geht's weiter. Endlich frei. Alter, das sieht so krass aus. Neve? Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter, doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. What? Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Okay. Wenn du das sagst... Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Oh. Oh. Ja gut. Bombarde. Geil. Okay, dann wollen wir uns mal so ein bisschen durchkämpfen hier wahrscheinlich jetzt, was? Oder auch nicht? Oder doch? Kann ich in diese Türen eigentlich rein? Nee. Okay, dann mal los. Impulso! Protego! Descendo!
Impulse. Das war noch der einfache Part, glaube ich. Auf geht's. Nächste Prüfung. Oder nächstes Level. Oder nächster... Ach, ich weiß auch nicht. Na, deswegen vereinzeln auch diese Mega-Power-Trinkel. Jetzt der Tod selbst an sich, oder war das ja los? Nee, eigentlich nicht, ne? Aber... Holy crap, Alter. Du bist ein bisschen sauer, ne? Bombarde! Depulso! Descendo! Okay, muss wahrscheinlich...
woanders hin, oder? Ah, ne, da ist noch einer. Gleich. Oder ist das jetzt nochmal eine Phase? Alles klar. Befindung. Depulso. Protego. Bombarda. Depulso. Befindung. Sehr konzentriert hier gerade. Depulso! Bombarda! Defender! Aua! Defender! Depulso! Bombarda! Depulso! Ich glaube, die Riesen. Ich komme nicht auf den kleinen Lücken hier. Defendo! Defendo! Okay, der ist einfach wieder. Depulso! Defendo! Depulso! Depulso! Protego! Defendo. Wo kommt denn alle her? Ah, okay. Alter. Angst bekommen hat er. Denn ich bin quasi sein Tod. Für mich sein. Das ist der Seelenstein, der Infinity. Einer von den Infinity-Steinen. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Unfassbar, dass sie tot ist. Arme Neve. Sie war... Neve. Neve. Möge uns die Erinnerung an sie stets leiten. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen.
Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Das heißt, ich folge dir jetzt. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Wow. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Alter, guckt euch das an. Das sieht echt cool aus. Was ein geiles Design. Okay, die Träne, ne? Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold, Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Das war ein komischer Cut. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Ich fand es verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft und sie sich zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass Sie nach Ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat.
Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den 5 Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. 5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Hui. Jo. Krass. Das ist, also, die Story ist echt krass. Das hätte ich so echt nicht erwartet. Dunkle Künste. Ah, okay. Da können wir gar nicht wirklich weitermachen. Bombardertreffer lösen starke Explosion aus. Das finde ich gut. Haben wir da sowas wie Schlösser knacken oder so? Nee, ne, ich glaube nicht. Bleiben länger betäubt. Das ist okay. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht kriegen wir erstmal einen Brief. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Alles klar. Aber das machen wir in der nächsten Folge dann. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zusehen, Leute. Und macht's gut, ne? Bis dann.